Servus Leute, hier ist Markus Abler von Abler Baumaschinen, eurem Lieblingsbaumaschinenhändler aus Eichach. Und ich zeige euch heute einen richtig, richtig geilen Caterpillar-Lader. Ich würde sagen, schaut es euch erstmal an. Also Leute, wie ihr gesehen habt, steht hier eine sehr, sehr spezielle Maschine hinter uns. Das ist nämlich eigentlich, also es ist natürlich ein Radlader, aber eigentlich ist es eine landwirtschaftliche Umschlagmaschine. Ist auch deswegen halt interessant für Bauern, für Biogas, für Silofahren und so weiter. Deswegen ist es eine sehr spezielle Maschine. Wir reden hier vom Neupreis von ca. 260.000 Euro netto, weil der eben so speziell ist. Der hier hat sogar nochmal als 926M AG-Händler, das ist nämlich das Modell, Sonderausstattung im Wert von über 70.000 Euro. Was den halt sehr speziell macht. Wir haben vorne eine Schaufel dran, ganz normal natürlich. Und wir haben eigentlich einen normalen Radlader, aber wir haben auch so ganz spezielle Sachen drin. Wir haben zum Beispiel nur einen Schallpegel von 68 Dezibel. Wir fahren mit sehr niedriger Drehzahl, dass einfach die Effizienz erhöht wird, weil das sehr wichtig ist in dem Bereich. Und der Schallpegel muss auch sehr weit unten sein, dass er eben den ganzen Tag fahren kann, weil es da ja sonst Probleme geben könnte mit Geräuschen in der Umgebung und so weiter. Weil Landwirte haben ja da ein bisschen... dürfen ja in der Erntezeit ein bisschen den Schallpegel da umgehen, den jetzt andere Leute in einem Gewerbegebiet halten müssten. Aber deswegen ist es trotzdem wichtig, dass der sehr effizient und sehr ruhig läuft. Sowas fährt in der Regel den ganzen Tag. Und hier haben wir, wie gesagt, ein sehr spezielles Fahrzeug aus 2020. Wir haben nur 1200 Stunden, wir haben absolute Vollausstattung. Bei dem Fahrzeug kann man auch alles regulieren, genauso einstellen, wie man es braucht. Man hat immer dann genau die Power, die man haben will. Man kann schnell fahren, langsam fahren, man hat eben auch diese Bereifung und so weiter. Und ich würde sagen, die ganzen speziellen Sachen, die wir haben, schauen wir uns jetzt mal zusammen an, indem wir rumgehen um den Radlader. Also Leute, jetzt stehen wir hier vor unserem wunderschönen Caterpillar 926M AG-Händler. Die Maschine hat 122 kW, ein Cut-Motor, ist ein C7.1, glaube ich, der sehr, sehr ruhig läuft und sehr effizient ist. Und wir haben ein Gewicht von 13.200 Kilo oder sowas. Also relativ leicht. Dafür, dass er so groß ist, finde ich ihn gar nicht so schwer. So, wir fangen jetzt gleich mal vorne an. Wir haben hier vorne eine normale Schaufel dran von Caterpillar mit 2,3 Kubik. Ist jetzt nicht ganz so groß. Wenn man den jetzt landwirtschaftlich nutzt zum Silo schieben und so weiter, glaube ich, ist es da wahrscheinlich dann interessanter, da so eine 3 Kubik Schaufel oder sowas hinzumachen. Wir haben vorne natürlich Zähne und wir haben eine sehr stabile Schaufel, weil der auch ein bisschen Kies und sowas gefahren hat. Wir haben hier einen Caterpillar, Schnellwechsler, ganz normal, die Aufnahme für die Gabel halt, der funktioniert im Endeffekt so. Wir haken hier oben ein und hier unten fahren die Bolzen raus. Ist eigentlich ganz Standard. Wir haben hier auch noch eine Palettengabel dafür natürlich. Und wir haben da vorne sogar noch so ein Ding, das man hinmachen kann, wenn man auf der Straße fährt, weil das auch sehr wichtig ist. Wir haben den dritten und vierten Steuerkreis, das sind die Schläuche hier. Für viele wird es wahrscheinlich auch interessant sein, als Landwirte oder als Biogaser zu sagen, ja, ich baue mir da vorne eine Hochkippschaufel hin, weil eben so eine Hochkippschaufel dann nochmal höher kommt und ich weiß jetzt nicht, wieso bei einer Biogasanlage die Einfüllung oder sowas funktioniert. Aber ich denke, das macht da schon Sinn, da man da einfach weiter raufkommt nochmal. Genau, wir haben einen sehr stabilen Vorderwagen, sage ich jetzt einfach mal. Und das nächste, was einem hier ins Auge sticht natürlich, sind die großen Reifen. Die sind einfach wahnsinnig breit und wir haben auch dieses Agrarmuster zum Fahren. Ist auch wichtig, wenn man jetzt schnell fahren will. Und ich denke auch, dass das Profil sehr gut beim Silofahren zum Beispiel funktioniert. Das sind ja auch eigentlich Traktorreifen. Was ich auch noch zu dem Fahrzeug sagen kann, vorab nochmal. Es ist ja eine landwirtschaftliche Umschlagmaschine. Der hat also dann grüne Kennzeichen, wird zugelassen wie ein Traktor. Und den darf man auch schon ab 16 Jahren mit dem Führerschein Klasse T fahren. Beziehungsweise wahrscheinlich auch schon mit 14, wenn man den speziellen landwirtschaftlichen Führerschein eben hat mit der Sondergenehmigung. Das macht ihn auch nochmal viel interessanter für alle, weil sonst darf man das ja erst mit 18 fahren. Aber vielleicht sollte man doch nochmal einen Kurs zur Baumaschinenführung machen natürlich. So sieht es hier alles aus. Hier haben wir unser Knickgelenk. Man sieht, der ist einfach neuwertig. Unsere ganzen Hydraulikschläuche und alles sehen natürlich auch noch sehr gut aus. Hier ist alles trocken, alles sehr schön, auch keine Kratzer. Das Einzige, was ein bisschen abgeht, ist der Zeppelin-Aufkleber. Ist anscheinend nicht so gute Qualität. Unsere hält natürlich top. Dann hinten natürlich gleich wie Reifen wie vorne. Wir haben Michelin-Reifen 57-65 R26, also 26 Zoll Felgen. Sehr, sehr geil. Dann
Sehen wir hinten, an dem neuen Aufkleber sehen wir, dass das das neueste Modell ist, beziehungsweise das aktuellste, weil Caterpillar auch mal die Logos umgestellt hat. Es ist gerade der Akku leer gegangen. Also ihr werdet keinen anderen als unseren finden. Ihr findet vielleicht einen, aber nicht mit der Ausstattung und vor allem nicht das neueste, aktuellste Modell. Was hier so besonders ist, was wir haben, sehen wir jetzt hier. Wir haben eine komplette Druckluftanlage in dem Radlader, was nicht normal ist. Wir haben natürlich die Bereifung und alles, was auch schon sehr viel kostet. Ich schätze, der Satz Reifen kostet wahrscheinlich so 15.000 Euro. Also nicht so gut, wenn man den neu braucht, aber ist halt sehr gut zum Fahren. Und wir haben eine Rockinger Anhängekupplung für einen LKW. Wir haben, glaube ich, einen 50er Bolzen drin. Wir haben eine komplette Druckluftanlage, was man jetzt hier sieht. Und wir haben Hydraulikanlage nach hinten. Das ist natürlich auch sehr besonders bei dem Radlader, weil eben wir jetzt zum Beispiel so einen Kippanhänger, wie den da drüben, jetzt nur mal als Beispiel, können wir jetzt da hinhängen. Der hat Gesamtgewicht von 13,5 Tonnen, also hätte man da natürlich gar kein Problem. Ich könnte jetzt sagen, ich lade mir da noch einen Mini-Bagger oder so einen 6-Tonnen-Bagger. Zum Beispiel, ich kann mir auch einen 9-Tonnen-Bagger aufladen, je nachdem, wie viel Leergewicht der Hänger halt hat. Hänge den hinten an meinen Lader hin. Oder hängen wir natürlich einen Kippanhänger für landwirtschaftliche Zwecke hinten hin. Haben halt die 15 Tonnen Anhängelast. Das macht ihn auch nochmal sehr interessant, weil er einfach sehr vielseitig einsetzbar ist. Und ich, also wenn man jetzt zum Beispiel Silo fahren will, dann hat es ja in der Regel keinen Sinn, wenn man sich da einen Bulldog mit Frontlader nimmt. Das ist da nicht so ganz das Wahre. Deswegen hätte man einen Radlader. Und man kann, wenn jetzt gerade Erntezeit ist und Notermann ist und man noch eine Maschine braucht, einfach da sich schnell seinen Anhänger hinhängen und mit dem ganz normal in den Verkehr mitfahren. Sollte man natürlich die Schaufel dann vorne wegmachen. So. Dann die Anhängekupplung kann man auch hochklappen. Das sehen wir uns hier mit den Teilen. Also hier ist sie gerade festgemacht. Dann können wir das Ganze so nach oben drehen. Und dann können wir hier nochmal den Bolzen durchstecken. Dann ist die Anhängekupplung nach oben geklappt. Dann geht die nicht mehr im Weg um, weil die nimmt uns ja hier hinten. Das ist in dem Fall ein bisschen was von unserer Bodenfreiheit, beziehungsweise in dem Anstellwinkel, den man halt brauchen könnte, wenn man da jetzt im Silo zum Beispiel rumfährt. Und lassen wir aussehen, wir haben eine Rückfahrkamera und wir haben hier hinten einen Kennzeichenhalter, weil der Radlader 40 km/h geht. Er hat 4 Gänge, hat ein Automatikgetriebe. Und was haben wir hier drüben noch? Da oben haben wir noch das große Horn, also die gute Hupe. Und wir können uns mal hier das Ganze anschauen. Oder? Sieht auch cool aus, wie das Ganze hier aufgeht. Da drüben auch mal auf, dann schauen wir drüben auch mal rein. Genau, sieht so aus. Sehen wir jetzt leider nicht so viel. Hier ist unser Motor. Ein KC7, 120 oder 122 kW. Hier ein großes Kühlerpaket. Der hat auch da so einen Umkehrlüfter drin, wie ich vorher, glaube ich, schon mal gesagt habe. Also sieht es aus, als würde er gleich wegfliegen. Und genau, hier drüben sehen wir ein bisschen besser an unserem Motor hin. Wir haben einen Motor, der auch den EPA-Standards entspricht und auch irgendeinem koreanischen Standard, habe ich vorhin nachgelesen. Heißt, dass er auch in Amerika verwendet werden kann und in Korea. Das ist auch teilweise sehr wichtig ist für unsere Kunden. Jetzt ziehen wir wieder zu. Funktioniert auch noch sehr gut. Bin ich auch nicht so gewohnt, weil wir haben nicht so oft so neue Maschinen. Hier, genau, haben wir den auch unten. Wie gesagt, das AG-Händler ist eben die Agrarausführung von dem Radlader. Wir haben jetzt keine extra lange Schwinge oder sowas. Brauchen wir jetzt auch nicht in dem Fall. Muss mal die Kamera ausrichten, Entschuldigung. So, hier haben wir den Druckluftbehälter für unsere Druckluftanlage. Natürlich wichtig bei unserer Bremse. Das ist eben auch so das Ding. Die Druckluftanlage haben eben die anderen Radlader einfach gar nicht. Und das ist das, was halt hier so viel Unterschied macht beim Preis, sage ich jetzt einfach mal. Genau, vorne sehen wir nochmal unser Schnellwechsel. Von der anderen Seite eben unsere Steuerkreise, die Schaufel. Die Gabel liegt jetzt leider auf einem anderen Platz. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ist im Endeffekt eine normale Palettengabel. Und ich muss sagen, schaut sie euch einfach nochmal an. Ich muss jedes Mal, wenn ich den sehe, muss ich grinsen, weil er einfach so unfassbar geil ausschaut. Weil der Lader einfach wirklich an sich schon wunderschön mit den Reifen, das macht ihn irgendwie nochmal viel brutaler. Das ist wie beim alten Pickup mit den großen Felgen, da war es dann eben auch so. Jetzt können wir uns hier mal von innen anschauen. Ich mache jetzt hier gleich mal auf. Und genau, dann klettern wir mal schnell hoch. Upp, Vorsicht! So sieht es aus, wir haben einen luftgefederten Sitz. Natürlich, was das Ganze dann auch viel bequemer macht, viel komfortabler. Wir haben hier die ganze Steuerung eigentlich am Joystick. Schauen wir uns noch mal schnell das oben an. Wir haben eine Klimaanlage, wir haben Radio, wir haben verschiedene Lichter und so weiter. Und hier
geht's dann weiter. Joystick hier, können wir in den Gang rein, also vorwärts, rückwärts natürlich. Nehmen wir die Hupe, sehr laut. Scheibenwischer, hier kann man die Verstellung von dem Hebegerüst vorne, sage ich, heißt Hebegerüst, glaube schon, aber ihr wisst ja, was ich meine. Kann man da stoppen, macht man wahrscheinlich im Fahrbetrieb, dass man sagt, ja, ich lasse es oben oder unten, dass ich da halt nirgends hinkommen kann. Weil wenn ich da jetzt meine Hand drin habe und ich fahre, dann kommt ein Hügel und dann mache ich so, dann kann schon mal was passieren, weil früher hat zum Beispiel schon mal ein Mitarbeiter von uns, der hat schon mal ein anderes Auto rasiert mit dem Radlader, also mit dem kleinen, weil er mit der Gabel voraus reingefahren ist und dann schaut es ja schon mal schlecht aus. So, hier können wir die Zündung mal anmachen. Schaut dann so aus. So, hier vorne haben wir dann unser Kombi-Instrument mit den ganzen Anzeigen. Und hier haben wir das Display, in dem wir alles einstellen können. Hier unten haben wir viele Verstellmöglichkeiten. Das hier sind zum Beispiel die Gänge. Da haben wir einen HP-Plus-Knopf, also heißt, wir können uns mehr PS holen, wenn wir das wollen. Hier haben wir verschiedene Verstellungen. Ich denke, das macht man jetzt, wenn man die Gabel dran hat und das, also draufdrücken und halt Schaufel, je nachdem. Man kann die Lenkung schneller stellen. Man kann hier so eine, ich glaube, das ist fürs Fahrwerk, dass sich das ein bisschen anpasst an die Gegebenheiten. Und genau, wir haben die verschiedensten Sachen. Ich weiß es nicht alles, weil ich habe jetzt da keine Einführung in den Lader bekommen und bin auch nicht der Führer der Maschine. Wir verkaufen den ja nur. Deswegen, ja, ich würde ihn euch ja einfach nur mal zeigen. So, so sieht das Display aus. Wir haben hier ganz viele Daten. Hier sind wir jetzt, glaube ich, gerade. Da können wir Einstellungen tätigen. Geschwindigkeit, Ride Control, Schaufel, Hubrückmeldung, dies, das, Ananas, alles Mögliche. Wir können wahrscheinlich Nacht und Tag einstellen. Es wird wieder hell. Genau, können wir verschiedene Sachen einstellen. Hier haben wir die Kamera nach hinten. Auch ganz gut, vor allem jetzt, wenn man da wirklich einen Hänger anhängen will, ist halt sehr praktisch, wenn man eine Kamera hat, weil man dann auch alleine mal anhängen kann. Ansonsten haben wir hier die Anzeige für unser Druckluftsystem. Wir sind jetzt hier über 6 Bar, heißt, wir sind eigentlich fahrbereit, wenn wir jetzt einen Hänger dran hätten, würde es wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Und hier sehen wir, wir haben 1295 Stunden. Und von innen war es das jetzt, glaube ich, mal. Ich zeige jetzt, wie er von außen fährt und ich nehme von innen auch mit beim Fahren. So Leute, also wir sitzen jetzt drin in unserem schönen neuen 26M Radlader von Caterpillar. Hier hören wir gleich die Pumpe, das ist nämlich, der hat eine elektrische Lenkung, was uns beim anderen Radlader schon mal sehr gut getan hat, weil der einfach der Motor kaputt war und wenn man den abschleppen will, ist es halt sehr schwierig, wenn er keine elektrische Unterstützung beim Lenken hat, hat der natürlich auch und
Das macht das Ganze halt sehr, sehr gut. Immer warten, bis Display hochgefahren ist. Kann man hier mal hoch tun. Sind es hier im ersten Gang. Ich gehe jetzt mal in den dritten, falls es hier schon geht. Genau, jetzt sind wir im dritten Gang. Das sieht man auch. Genau. Handbremse drin lassen, taugt ihm jetzt nicht so. Tun wir nochmal einen Gang rein. Und dann geht das Ganze auch los hier. Fährt sich sehr schön und sehr ruhig. Die Lenkung ist wirklich auf dem Punkt, also muss man eigentlich gar keine Kraft aufwenden. Und jetzt hier natürlich der Joystick. Auch sehr, sehr leicht und fährt sehr schnell nach oben. Wir haben eine gute Hubhöhe. Wir sind hier schon auch wieder ziemlich weit oben. Schwingt eigentlich trotzdem nicht rum, obwohl es hier ein schlechter Untergrund ist. Und genau. Sehr schön gefedert. Kann mir vorstellen, dass das natürlich dann auch in so einem Silo oder für den Einsatz, den er gedacht ist, natürlich auch sehr gut ist. Und jetzt hier mal gescheit Gas gibt. Power hat er auch wirklich viel. Geht schon sehr, sehr gut. Und genau, jetzt wäre es natürlich wieder recht, wenn wir hier eine Sandgrube hätten. Dann könnte man das auch viel schöner mal zeigen hier, was der überhaupt alles kann. Aber fährt sehr gut. Der luftgefederte Sitz unterstützt hier natürlich auch sehr gut. Und ja, unsere ganzen Daten haben wir natürlich schön drauf. Wir haben alles da, eigentlich, wir haben auch 38% Kraftstoffstand und so weiter. Das sind natürlich Informationen, die man schon im Blick haben sollte. Ja, also wie gesagt, ich finde, fährt sehr, sehr schön. Schaut sich euch auch von außen an. Und dann würde ich sagen, geh noch einmal Gas. Uiuiui. Und dann bleiben wir auch wieder stehen. So Leute, also das war jetzt unser Video vom CAT 926M AG Händler in der Agrarausführung. Wir haben gesehen, das Fahrzeug hat wirklich eine geile Ausstattung mit der Anhängerkupplung und so weiter, mit der Bereifung, vorne dem Schnellwechsler, allem drum und dran. Und innen drin kann man natürlich auch noch alles einstellen. Und wir haben auch beim Fahren gesehen, finde ich, wie krass leise der ist und wie schön er sich fahren lässt. Ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, ist natürlich auch teuer, aber lohnt sich auch natürlich. Wenn man ihn brauchen kann, dann braucht man ihn. Und jetzt also, wenn ihr Landwirte seid und sowas braucht, dann meldet euch besser schnell bei uns, weil es ist einfach gerade der einzig verfügbare in Deutschland und auch im Umland. Also ich habe jetzt mal geschaut bei Maskus und Autoline und so weiter. Es ist einfach keiner verfügbar außer unserer und vor allem die Ausstattung sucht halt seinesgleichen. Wenn man es braucht, dann ist es wirklich eine sehr, sehr gute Maschine. Ansonsten sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr was kaufen oder verkaufen wollt, schaut auf unserer Internetseite vorbei oder schreibt es mich an. Auch die anderen Kanäle natürlich anschauen, Instagram, TikTok und so weiter. Und dann liken und abonnieren nicht vergessen. Bis nächste Woche. Ciao.